Hallo und moin moin. Ich möchte mit dieser Videoreihe das Geheimnis der Reinkarnation entschlüsseln und aufzeigen, dass die Wiedergeburt ein Urwissen der Menschheit ist, das in fast allen alten Kulturen gelehrt wurde und auch heute in vielen Kulturen fester Bestandteil im Leben der Menschen ist. Außerdem werde ich aufzeigen, warum ausgerechnet im Christentum, der am meisten verbreiteten Religionslehre, dieses Wissen nicht mehr gelehrt wird. Ja, dass es in den Augen vieler sogenannter Christen schon als Gotteslästerung gilt, wenn man dieses Tabuthema erwähnt. Ich möchte nicht nur beweisen, dass es die Reinkarnation, also die Wiedergeburt gibt, sondern ihnen auch aufzeigen, dass die Lehre von der Inkarnation der Schlüssel ist, der das Tor zum lückenlosen Verstehen vom Sinn des menschlichen Seins aufschließt. Die Reinkarnation hilft, die Frage nach dem Warum unseres irdischen Seins zu lösen und gibt uns Menschen eine Hilfe zur Hand, unser Leben selbstbestimmter zu leben und macht uns dadurch frei von dogmatischen Religionslehren. Wie anders wohl wäre die Geschichte der letzten 2000 Jahre verlaufen, hätten die Menschen immer gewusst, dass sie selbst es sind, die die Früchte ihrer Taten ernten werden, indem sie in einem kommenden Erdenleben die Suppe auslöffeln müssen, die sie sich selbst eingebrockt haben. Bevor wir uns mit dem Begriff Reinkarnation näher befassen, möchte ich aufzeigen, dass die Reinkarnation in alten Kulturen fest verwurzelt war. Ja, dass für viele sogenannte heidnische Völker weit vor dem Christentum die Lehre von der Reinkarnation im Leben dieser Völker eine feste Rolle spielte. Für die Germanen und Kelten war der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod sehr wichtig. Und sie freuten sich sogar auf den irdischen Tod. Dieses machte sie zu sehr mutigen Menschen. Kleidung, Waffen, Gefäße, Speisen wurden den Hinübergegangenen als Grabbeigaben für die jenseitige Region, die sie Anderswelt nannten, mitgegeben. Obwohl sie viele Götter verehrten, wussten auch sie bereits, dass es darüber nur einen Schöpfer, den sie Allvater nannten, gab. Ihre weisen Priester, die Druiden, lehrten die Reinkarnation. Heute werden die Germanen in der Geschichtsschreibung als ein barbarisches Volk dargestellt, was jedoch überhaupt nicht zutrifft. Sie haben sich Rom nie ergeben. Aus dem Volk der Germanen entstand das Volk der Deutschen, die maßgeblich an der Reformation beteiligt waren, die der katholischen Kirche einen schweren Schlag versetzte und die Menschen für einige Jahrhunderte aus der Knechtschaft dieser Kirche befreite. Die katholische Kirche ist der Nachfolger des Römischen Reiches und die katholische Kirche vergisst und verzeiht niemals. Weder ihre Probleme mit den Germanen noch die Reformation. Dieses möge jeder Hörer bedenken bei allem, was zurzeit gerade in Deutschland passiert. Auch die Inuit, die wir auch Eskimos nennen, glaubten und glauben an die Wiedergeburt. Und für die Aborigines in Australien ist die Reinkarnation bis heute ein fester Bestandteil ihres Glaubens, genau wie für die Maori in Neuseeland. Die Mayas kannten die Wiedergeburt und auch die Inkas kannten und lehrten die Reinkarnation. Wir sehen, dass über die Welt verteilt bei den meisten Naturvölkern die Reinkarnation zum festen Bestandteil des Glaubens zählte und zum Teil immer noch zählt, obwohl viele dieser Völker im Altertum keinen Kontakt untereinander hatten. Die Reinkarnation war in allen Kulturen fest verankert und wurde erst durch Missionierung und Christianisierung der katholischen Kirche aus deren Leben verbannt. Welche Folgen diese Mission der Kirche außerdem hatte, sieht man bei den Mayas und Inkas,
die mit der totalen Vernichtung dieser Kulturen endete. Ein schöner Nebeneffekt dieser sogenannten Bekehrung zum Christentum war der enorme Goldreichtum, der angehortet wurde. Und zum Teil in den Götzentempeln dieser Kirche verarbeitet wurde. Je weniger diese Kirche Einfluss nehmen konnte, desto mehr hat sich die Lehre der Reinkarnation bei den alten Kulturen erhalten. Und von Germanen bis hin zu den Inkas wird uns in der heutigen Geschichtsschreibung erzählt, welch barbarische Völker diese waren. Wohingegen die Inquisition der katholischen Kirche wohl eher ein barbarischer Akt war, der jedoch in der Geschichtsschreibung dann häufig als Hexenverfolgung verharmlost wird. Da es sich hier jedoch um die Verfolgung, Folterung und grausame Ermordung von andersgläubigen Menschen, auch Reinkarnationsgläubigen ging, wird kaum noch erwähnt. Auch die antiken Griechen wussten durch Pythagoras und Platon von der Reinkarnation. Das belegen Schriften, die bis 550 vor Christus zurückreichen. Und selbst die Römer, deren Nachfolger ja die heutige katholische Kirche ist, die sich ja nur den Mantel des Christentums übergehängt hat, glaubten an ein Weiterleben nach dem Tod. Sie legten in die Gräber unter anderem Waffen und Schmuck, und oftmals wurde der Leiche eine Münze unter die Zunge gelegt. Das sollte als Belohnung für den Fährmann dienen, der die Seele ins Jenseits führte. Auch im Hinduismus ist die Reinkarnationslehre bis heute ein wesentlicher Bestandteil der Menschen. Es heißt dort nach dem Sanskritwort Punabhava, was so viel wie Wiederwerden bedeutet. Und in der Bhagavad Gita, eine der wichtigsten heiligen Schriften, wird es mit Samsara, was Kreislauf der Wiedergeburten bedeutet. Im Buddhismus wird vom Rad des Lebens gesprochen. In dieser etwa 500 vor Christi entstandenen Glaubenslehre ist die Reinkarnation auch ein fester Bestandteil. Im Judentum und auch im Islam gab und gibt es zumindest Glaubensrichtungen, die die Reinkarnationslehre befürworten. Dass die Menschen zur Zeit von Jesus von Nazareth und Jesus selbst, denn er war ja der Wahrheitsbringer, auch an die Reinkarnation glaubten, dass die Urchristen dieses Wissen auch noch hatten und wie es zum größten Teil aus der Bibel verschwunden ist und die christlichen Kirchen den wahren Glauben an die Wiedergeburt aus ihrer Glaubenslehre verbannt haben, wird der Inhalt eines eigenen Videos sein. Jetzt zurück zur Begriffserklärung Reinkarnation. Wir wissen, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Zu beachten ist hier, dass mit Geist nicht der Verstand oder Intellekt des Menschen gemeint ist. Schauen wir uns jetzt als erstes an, was das Wort Reinkarnation bedeutet. Dafür sollten wir zunächst das Wort Inkarnation betrachten. Es stammt aus der toten lateinischen Sprache, die ja auch heute noch die offizielle Sprache der katholischen Kirche ist. Inkarnation stammt von Incarnatio ab und bedeutet Fleischwerdung. Das Verb inkarnieren bedeutet zu Fleisch oder Mensch werden. Es bedeutet aber auch verkörpern. Es heißt also, da wird etwas zu Fleisch oder anders ausgedrückt, es verkörpert sich etwas im Fleisch oder zum Menschen. Kennen wir etwas aus unserem menschlichen Leben, was zu Fleisch wird? Wird Holz einmal zu Fleisch oder Gold, Wasser oder alles andere, was es auf unserer Erde zu finden gibt? Formt sich dieses um und wird einmal zu Fleisch? Ich denke nein. Also muss es etwas anderes sein und das ist es auch. Es ist etwas Geistiges. Bei der ersten Inkarnation verbindet sich Geistiges mit Seelischem und wird zum Menschen. Es muss also erst etwas Geistiges vorhanden sein, das dann zu etwas Menschlichem wird. Und das kennen wir alle.
Es ist die Schwangerschaft. Nach der Zeugung entsteht ein Embryo, welches sich von Woche zu Woche weiterentwickelt. Es ist jedoch noch kein menschliches Wesen. In etwa der Mitte der Schwangerschaft inkarniert das Vorhandene geistig-seelische in den Fötus, also verkörpert oder verbindet sich im Fleisch. Der Fötus, das Fleisch, wird in diesem Moment zum Mensch. Das ist übrigens der Moment, wo die werdende Mutter zum ersten Mal eine Regung des Fötus spürt. Wir können also sagen, Inkarnation ist das Verbinden von geistig-seelischem mit dem Fleischlichen an einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft, welches Menschwerdung bedeutet. Es sollte jeder Mensch bedenken, ab diesem Moment ist der Fötus ein menschliches Wesen. Betrachten wir jetzt die Reinkarnation. Reinkarnation ist dann die Wiederfleischwerdung oder Wiederverkörperung der geistig-seelischen Anteile eines Menschen. Die griechische Sprache macht dieses noch deutlicher. Hier sprechen wir von Palingenese. Es wird abgeleitet von Palin, was wiederum oder abermals bedeutet, und von Genesis oder Genesis, was Erzeugung oder Geburt bedeutet. Palingenese ist also eine abermalige Geburt. Da es sich hier nicht um eine abermalige grobstoffliche, also materielle, körperliche Geburt handeln kann, müsste jedem einleuchten. Das würde gegen alle Schöpfungsurgesetze oder Naturgesetze sprechen, da der Körper ja zerfällt und verwest. Zusammenfassend können wir jetzt sagen, Reinkarnation ist eine Wiederverkörperung oder abermalige Geburt der geistig-seelischen Anteile eines Menschen. Zu beachten ist noch einmal, dass geistig nichts mit dem Verstand zu tun hat. Der Mensch hat eine materielle, grobstoffliche, sichtbare Hülle, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, den Körper. Es ist die diesseitige Ebene oder das Diesseits. Außerdem besitzt der Mensch geistige und seelische Anteile, die in den geistig bzw. feinstofflichen, mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmbaren Hüllen vorhanden sind. Diese Hüllen werden allgemein als Aura bezeichnet. Das ist die jenseitige Ebene oder das Jenseits. Diesseits und Jenseits ist ein einziges großes, einheitliches Sein. Beim Tod eines Menschen vergehen oder verwesen die sichtbaren, materiellen, grobstofflichen Bestandteile, also der menschliche Körper. Da zur Grobstofflichkeit auch das Gehirn gehört und der damit verbundene Verstand, vergehen auch alle mit dem Verstand erlernten Fähigkeiten, wie zum Beispiel das angelernte Wissen. Die Hüllen der geistig und seelischen, also die nicht sichtbaren, nicht materiellen, feinstofflichen Bestandteile bleiben bestehen. Hierzu gehören die Empfindungen und die Erfahrungen, aber auch Begabungen des Menschen. Diese Hüllen, es handelt sich um eine unsichtbare Energie, die wir Geist und Seele nennen, lösen sich also nach dem Tod vom Körper. Wissenschaftler haben durch Messungen bewiesen, dass diese Geist-Seele-Hüllen ein Gewicht besitzen und dadurch gleichzeitig bewiesen, dass die Seele stofflicher Herkunft ist, jedoch feiner als der menschliche Körper. Wir nennen dieses, wie schon gesagt, feinstofflich. Der Geist ist von noch feinerer Energie und gehört deswegen nicht zur Feinstofflichkeit. Der grobstoffliche Körper geht durch den Tod zugrunde. Er löst sich in seine ursprünglichen Elemente auf. Die Seele und der Geist inkarnieren, also verkörpern sich zu einem späteren Zeitpunkt während einer Schwangerschaft und verbinden sich mit dem Fötus zu einem neuen menschlichen Körper, was wir dann Reinkarnation nennen. Hier finden wir dann auch Körper, Seele und Geist wieder. Jeder Hörer sollte beachten,
dass es einen Gehirntod nicht gibt. Es ist eine Erfindung der Medizin, um noch nicht gestorbene Unfallopfer oder Organspender als Ersatzteillager missbrauchen zu können. Denn Organe können nur von Lebenden genommen werden, sonst sind sie wertlos. Der Körper ist erst tot, wenn die Seele und der Geist den Körper verlassen haben. Dieses kann jedoch bei einem Sterbeprozess unterschiedlich lange dauern. Haben Seele und Geist den Körper noch nicht verlassen während der Entnahme der Organe, erleidet sie Höllenqualen. Dieses sollte jeder Mensch beachten, der sich mit Organspende beschäftigt. Ich möchte jetzt einige Erläuterungen vorausschicken, damit Sie den weiteren Ausführungen besser folgen können. Die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit sagt uns, dass die gesamte Schöpfung in 7 Reiche eingeteilt ist. Wir haben ganz oben das wesenlose Reich mit der Dreieinigkeit Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Daran schließt sich das göttliche Reich an, aus dem die Urschöpfung hervorging. Dann folgt das geistige Reich oder auch geistige Schöpfung genannt. Es folgt das wesenhafte Reich, an das sich die Feinstofflichkeit und als letztes die Grobstofflichkeit anschließt. Für die weiteren Betrachtungen sind jedoch nur die 4 untersten Reiche interessant, da diese Reiche das Schaffensgebiet bzw. die Daseinsebenen des Menschen sind. Der Mensch ist im Wesenskern geistig. Sein eigentliches Ich stammt aus dem geistigen Reich, wir können dieses auch Paradies nennen, das aus der Urschöpfung entstanden ist. Dieses Paradies darf aber nicht verwechselt werden mit dem irdischen Paradies, das sich die Menschen nach der Überlieferung der Bibel auf Erden denken. Hier haben die Menschen wie vieles aus der Bibel falsch ausgelegt und geistige oder feinstoffliche Vorgänge in die grobstoffliche Welt, also die Erde, projiziert. Sie kommen dem Verständnis dieses Begriffes Paradies am nächsten, wenn Sie sich die Gefilde der Seligen darunter vorstellen. Ein Reich des Lichtes, in dem Reinheit und vollkommene Harmonie herrscht. Aus diesem geistigen Reiche nun geht der menschliche Geist aus, zunächst noch ohne Bewusstsein seiner Persönlichkeit, um auf einer Wanderung durch die verschiedenen Sphären sich durch Bewegung, durch Kampf und Arbeit aus einem unbewussten Geistsamenkorn zu einem vollbewussten, reinen und vollkommenen Menschengeist zu entwickeln. Den Zwang, sich bewegen, sich rühren, arbeiten und kämpfen zu müssen, den findet der Geistkeim nur in den Reichen der Stofflichkeit. Und darum muss der Geistkeim auch in die Stofflichkeit tauchen, weil er sich sonst nicht entwickeln könnte. Zu diesen Reichen der Stofflichkeit gehört die Feinstofflichkeit, welches die Ebene des Jenseits ist, und die Grobstofflichkeit, das Diesseits, also auch unsere Erde. Der Geistkeim umgibt sich in den einzelnen Sphären jeweils mit einer Hülle, einem der betreffenden Wesensart der Umgebung entsprechenden Mantel, der ihn schützt und ihm das Sein in dieser Sphäre erst ermöglicht. Die Mäntel des Wesenhaften und der Feinstofflichkeit zusammen nennen wir die Seele, den Mantel in der Grobstofflichkeit den Erdenkörper. Diesen Erdenkörper erwirbt der Menschengeist durch die Inkarnation, das heißt durch die Vereinigung des von den bisher schon erworbenen Hüllen umgebenen Geistkeimes mit einem irdischen Körper. Diese Vereinigung vollzieht sich in der Mitte der Schwangerschaft mit einem werdenden Fötus, wie Sie bereits gehört haben. Der Kern des Menschen bleibt bei all diesen Umhüllungen unverändert, rein geistig.
In diesem Kern liegt der Drang zum Bewusstwerden, aber auch schlummernd alle edlen und guten Fähigkeiten. Dieser Drang treibt den Menschen immer weiter auf seiner Wanderung zu weiterer Entwicklung und Reife. Schon aus diesen Ausführungen können Sie entnehmen, dass die Gralsbotschaft das monistische Weltbild, den Monismus, wie zum Beispiel Ernst Haeckel und Darwin lehrten, als falsch ablehnt. Aber auch der Dualismus erklärt die Wesensart des Menschen nicht völlig richtig, da dieser nur Leib und Seele kennt. Um es also noch einmal zu wiederholen, der Wesenskern des Menschen ist etwas rein Geistiges. In den einzelnen Sphären nimmt dieser geistige, von geistiger Lebenskraft erfüllte Kern verschiedene Hüllen an. So in dem Wesenhaften und dann Hüllen in der Feinstofflichkeit, die zusammen die Seele bilden. Und letztendlich in der Grobstofflichkeit den Erdenkörper. Der einzelne Menschengeist hat nun Gott gewollt die Aufgabe, sich immer höher zu entwickeln. Herangereift zu Bewusstsein und Verantwortlichkeit soll jeder Menschengeist nach seiner Erdenwanderung wieder aufsteigen in immer höhere und reinere Sphären, bis er vollkommen gereift, rein und Licht als bewusstes Ich zurückkehren kann in das geistige Reich, von dem er ausgegangen ist. Bei dieser Rückkehr muss er in jeder Sphäre die Hülle zurücklassen, die er dort umgenommen hatte. In der Grobstofflichkeit lässt er dann als erstes den Erdenkörper hinter sich. In der Feinstofflichkeit streift er dann den feinstofflichen Körper ab. Und im Wesenhaften Reich legt er dann auch noch diese Hüllen ab, bis er zuletzt als reiner Geist sich von all diesen Hüllen seiner Wanderung wieder völlig frei gemacht hat und er ins geistige Reich als bewusstes Ich zurückgekehrt ist. Die gottgewollte Aufgabe des einzelnen Menschen war es also ursprünglich, in einem einzigen Leben die in ihm schlummernden Fähigkeiten zu entwickeln, den Kampf in der Grobstofflichkeit der Erde siegreich zu bestehen und dann nach dem irdischen Tode, nach der Trennung vom Erdenkörper, den Weg zum geistigen Reich zurückzuwandern, also den Weg, den er gekommen war. Uns allen ist aber bekannt, dass die Menschen in ihrer Allgemeinheit diese Höherentwicklung nicht erreicht haben, sondern sich mit Schuld beluden. Die Bibel stellt diesen Sündenfall auch wieder symbolisch als das Naschen von der verbotenen Frucht dar. Abruschin lehrt uns in seiner Gralsbotschaft, dass die Ursache dieses Sündenfalles in Wirklichkeit in dem Großziehen des Verstandes begründet liegt und daraus alle verderblichen Folgen der irdischen Gebundenheit entstanden sind. Dadurch nun, dass die Menschen sich mit Schuld beluden, machten sie sich selbst unfähig, die Rückkehr ins geistige Reich zu erreichen. Sie blieben an die Stofflichkeit gefesselt. Der Menschengeist vermag in reinere, höhere Sphären nicht aufzusteigen. Er muss in der Stofflichkeit bleiben mit allen ihren Wesensarten und Ebenen, solange er diese Schuldenlast, sein Karma, trägt. Wir sehen also, dass Reinkarnation und Karma nicht voneinander zu trennen sind. Im zweiten Teil dieser Videoreihe werden wir uns deshalb den Begriff Karma ganz klar machen.